Ich frage mich eigentlich, ich muss mir eine Bestrafung ausdenken. Oh. Oh! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. Kids Club, Claudio ist wieder da. Ja. Das Fußballfieber ist abgeheilt, er ist wieder da. Mhm. Und wir machen heute wieder Slime. Und bevor ich überhaupt verrate, was wir machen, es gibt was Neues. Und zwar? Es gibt eine Strafe diesmal. Oh nein. Ihr entscheidet, wer es besser macht, wer den cooleren Schleim von uns beiden macht, wer die Aufgabe besser erfüllt. Der gewinnt und der Verlierer wird nächstes Mal, also in der nächsten Slime-Challenge, bestraft. Ich habe mir schon was für Claudio überlegt. Claudio darf ein hübsches Topmodel anziehen. Was hältst du davon? Hast du das schon mal gemacht? Nee. Jetzt sagt er, ja, das ist mein Hobby. Entschuldigung. Nee, ich habe das tatsächlich noch nie gemacht, aber ist das deine Bestrafung? Ich dachte vielleicht. Was darfst du da machen? Okay, nein, das ist keine Bestrafung, es ist die Herausforderung, der Claudio sich stellen muss. Okay, was darf ich machen? Ich überleg's mir noch. Okay, du überlegst dir noch was Gutes? Ich überlege mir doch eine Bestrafung. Also bleiben wir doch bei der Bestrafung. Wir bleiben bei der Bestrafung, okay. Aber das ist natürlich, Topmodel ist natürlich eigentlich etwas sehr, sehr Schönes. Mhm. Aber ich dachte, du bist vielleicht kein großer Fan davon, deswegen mal gucken. wir machen heute Früchteschleim. Hier sind sehr, sehr viele schöne Fruchtfarben. Lila, Gelb, Orange, verschiedene Rottöne. Oh. Es gibt auch ein bisschen Fluffy dabei. Ich habe nämlich mal wieder Loszettel geschrieben. Die schmeiße ich erstmal hier in meine Slime-Schüssel hinein. Auf den orangenen stehen Früchte drauf. Oh. Auf den gelben stehen Eigenschaften. Du darfst erst einen ziehen und dann einen anderen. Okay, ich ziehe auch einen Orangen dann. Ja. Und ich mache Kirschschleim. Ich mache Mango. Okay. Und dann nehme ich jetzt mal die Orangen dann raus. Und wir ziehen jetzt nur noch eine zusätzliche Eigenschaft. Okay. Spannung. Ich mache Pastellschleim. Neon. Und du machst Neonschleim. Okay. Spannend. Pastell. Dann starte ich mit weißem Kleber. Neon Mango. Weißt du, wie eine Mango aussieht? Ja. Gut. Gelb und etwas rötlich, oder? Ja. Oder orange. Orange, ja. Die Frage ist nämlich Klierglue oder weißen Kleber? Also Neon-Mango-Schleim. Wie wird Ich nehme den weißen Eva. Danke. Okay, Kirsche, 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 Kirsche. Also rot. So rot, wie es geht eigentlich. Das hier ist Apfel. Ne, das ist einfach nur, dass der gut auswaschbar ist. Das steht da drauf. Das ist eigentlich schon perfekt. So. Das kommt zum Schluss. Das ist mein Favorite. Glitzer? Ja. Aber das ist ja nicht nur irgendein Glitzer. Das ist so ein neuer Glitzer. Das sieht so ein bisschen aus wie so Blattgold, ne? Genau. Finde ich cool. So. Warum kommt hier nichts raus? Ich traue mich eigentlich nicht, diese Farbe zu nehmen. Versuch's. Aber sie erinnert mich halt an einen Mango. An mich Mango. Auch. Also die Farbe ist auf keinen Fall schlecht. So, also langsam kommt hier dieser Rotton auch raus. Der erinnert mich am meisten an Kirsche tatsächlich. Ich mache hier abstrakte Kunst. Ich halte es mal wieder hoch. Wer weiß, was das letzte Mal passiert ist. Eine Runde mit letzte Claudio. Nein! Oh, oh Gott! Oh Gott! Nein, Eva, bitte nicht so und nicht über meinen Kopf halten. Das sind eher Sachen, die Kahn macht, oder? Ja, das stimmt. Ich frage mich eigentlich, ich muss mir eine Bestrafung ausdenken. Ich kann jemanden anrufen und ihm irgendwas sagen, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Kathi hat mich letzte Woche angerufen und hat gesagt, sie mag meinen Kuchen nicht mehr oder sie mochte meinen Kuchen noch nie. Oh. Ja, das war auch ein Spiel. Ich kann aber auch nette Sachen am Telefon jemandem sagen. Was gibt es denn noch für Bestrafungen? Ja, hätte ich Das sind natürlich keine zu schlimmen Sachen. Nö. Ich will dich jetzt auch nicht auf falsche Gedanken bringen. Hast du schon. Ja. Klingelstreiche. Nachbarn ärgern. So. Das wird aber hübsch hier. Und jetzt packen wir den Glitzer dazu. Das funktioniert nicht, Eva. Nein, das war zu. Ich muss das Ganze manipulieren. Ich bin auch so weit.
Was hast du vor? Oh, meine sieht ziemlich cool aus. Ja. Oh nein. So, ich brauche einmal den Kaisernatron. Ja, bitte. Selbstverständlich. Danke. Bitte. Kaisernatron. Und Kontaktlinsenlösung bitte. Aber na klar doch. Danke. Oh. So, rühren. So, komm, ich brauche noch ein bisschen. Sieht das nicht eher aus wie eine Orange bei dir? Ja, deswegen gebe ich jetzt auch ein bisschen Gelb hinzu. Gelben Glitzer oder... Das ist ja nicht mal richtig Glitzer. Was ist das denn, Eva? Ich glaube, das ist Glitzer. Das ist Glitzer? Ist das Glitzer? Ja, sieht so aus. Aber sehr feiner gelber Glitzer. Vielleicht so Pigmente? Ist das vielleicht so Zeug, was man sich auf Fingernägel streut? Oh. So Fingernägel-Deko. Er wird einfach nicht gelb. Oh Mann. Meiner ist schon fest. Und ich würde sagen, das ist die perfekte Pastellkirschsoße. So. So ein bisschen wie Kirschvanillesoße oder wie Kirschjoghurt. Sieht gut aus. Ich greife mal kurz da. Greif mal kurz rüber. Ja. Also, Claudio, da musst du dich jetzt ins Zeug legen. Sonst seht ihr nächste Woche das erste Topmodel. Topmodel-Outfit zusammengestellt von Claudio, unserem neuen Star-Designer. Ja. Ich bewerte das Ganze dann, wie bei Shopping Queen. Finde ich gut. Ach Claudio, so kann man das nicht zusammentragen. Doch, das wird schon funktionieren. Okay, gut. So, ein bisschen rühren. Ich hätte nicht gedacht, dass sich der Junge hier so über seine Bestrafung freut, aber... Nee, freuen tue ich mich auch nicht, aber ich habe ja noch nicht verloren. Habe ich dir erzählt, dass ich überhaupt keine Chips mag? So gar nicht. Nein? Nein, so gar nicht. Warum? Nee, ich mag die gar nicht. So, das wäre viel... Ja, natürlich mag Eva keine Chips. Ich mag auch keine... Serien. Keine Serien und keine Filme und ich mag gar nichts. Ich mag auch keinen Fußball. Du kannst mich zwingen, Fußball zu gucken mit dir. Also Leute, wenn ihr wüsstet, wie Eva abgegangen ist letzte WM, oder war das EM, WM? WM. WM. Unfassbar. Ich dachte, das wärst du gewesen. Nee, das warst du. Vielleicht waren wir es beide. Oh, meine ist doch... Ja doch, ich bin zufrieden. Ja. Also, wir haben Kirsch, Pastellschleim und... Neon-Mango-Schleim. Ihr entscheidet, welcher ist cooler. Mhm. Dafür einfach auf das kleine i klicken, dann kommt die Abstimmung runter. Ja. Ihr entscheidet. Hashtag Team Eva, Hashtag Team Claudio. Moment, und wenn ich verlieren sollte, dann Eva, was muss ich machen? Dann musst du ein hübsches Topmodel designen. Und wenn du verlierst, dann rufst du Kathi an und sagst dir, du möchtest keine Videos mehr mit dir machen. Okay. Warum? Das darfst du dir noch überlegen. Okay, warum? Das überlege ich mir noch. Du wirst mir ein Skript vorlegen, was ich vorzulesen habe. Genau. Okay, ihr entscheidet. Natürlich, wer den besseren Slime gemacht hat. Ja. Nicht nach dem, was ihr sehen möchtet. Mhm. Okay, dann werdet ihr nächste Woche auf jeden Fall das Ergebnis mitbekommen. Wir sind sehr gespannt, was ihr zu unserem Slime sagt, was ihr zu den Bestrafungen sagt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch auf keinen Fall das nächste Video. Denkt auch an die kleine Glocke und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ciao!